So, jetzt haben wir unser neuestes Zubehörteil. Das ist der Filter mit Wasserabscheider. Das ist also Dieselfilter oder Heizölfilter mit Wasserabscheider. Wir haben also viele Kunden, die im Bootsbereich aktiv sind. Und gerade bei Schiffen und sonstigem, alles was so auf dem Wasser herumschwimmt, kann man sagen, da gibt es oft Probleme mit Verschmutzungen. Und auch mit Dieselpest und so weiter. Aber als drittes ist das große Problem einfach auch Wasser im Diesel. Und dafür haben wir jetzt dieses Teil. Und zwar ist das eine kombinierte Einheit hier mit einem sehr feinen Papierfilter, den man auch tauschen kann. Und darüber hinaus ist der Wasserabscheider hier mit verbaut, also mit einem Ablasshähnchen hier unten drunter. Wird also relativ einfach zusammengebaut, kann man einfach verschrauben. So, und wenn man hier einen bestimmten Füllstand erreicht hat, kann man hier unten den Hahn aufdrehen und das Wasser läuft ab. Man braucht das ganze Ding nicht abzubauen und man hat immer Kontrolle darüber, wie viel Wasser ist jetzt gerade drin. Man soll jetzt nicht warten, bis er voll ist, sondern man muss wirklich gucken, dass es nicht zu voll wird, sonst wird der Filter einfach aufgeweicht. Mal eben ein Töpfchen drunter halten und dann das Wasser ablassen. Dann haben wir hier die Schlauchtüllen noch dabei. Da werden also dann die beiden Tüllen hier reingeschraubt. Der Durchmesser sollte also nicht kleiner als 24 mm Innenschlauchdurchmesser sein. Achtet bitte darauf. Alles andere ist ein bisschen zu klein für den hier. Die Literleistung liegt hier bei 80 Liter pro Minute minimal. Also wir haben Pumpen mit 100 Liter pro Minute, da passt das prima rein. Läuft also praktisch hier rein, durch den Filter durch, Wasser wird abgescheiden. Und läuft durch den Filter wieder zurück und kann also dann verwendet werden. Sehr effektiv, haben wir also sehr gute Kundenkontakte und auch das Feedback war wirklich sehr, sehr gut. Viele Kunden sind also mit der Filtereinheit sehr zufrieden. Wir verbauen also diesen Filter mit dem Magnetabscheider in unsere große Pumpe. Man kann schon sehen, dass der Unterschied erheblich ist. Ist bei der Pumpe, hier mal als Beispiel, die ist jetzt die kleine Pumpe, 60 Liter pro Minute und das ist die 100 Liter pro Minute. Ist also schon ein dickes Teil und es wird also praktisch in den Ansaugbereich eingeschraubt. Ich verbaue die also immer auf der Ansaugseite, damit die Pumpe geschont wird, denn wenn ich den Filter auf die Ansaugseite lege, dann läuft der ganze Dreck nicht erst durch die Pumpe und dann in den Filter. Und deswegen verbaue ich die bei meinen Anlagen, die ich hier baue, immer im Ansaugbereich. Es gibt viele Hersteller, die es andersrum machen. Gut, okay, die wollen möglicherweise das Geld mit Austausch der Pumpe verdienen. Möchte ich so nicht. Ich möchte eine Anlage bauen, die wirklich okay ist, wo der Kunde also auch lange Zeit zufrieden ist. Hier kann man also im Anschluss auch noch ein Zählwerk bauen. Das ist kein Problem. Diese komplette Einheit bauen wir auch als komplette Anlage. Ich setze euch mal noch ein Bild mit dabei und da könnt ihr das sehen. Man kann die Teile aber auch einzeln kaufen. Das ist auch kein Thema. Den Filter haben wir in unserem Shop pumpe7.de und die Pumpe natürlich auch. Sowie auch vieles anderes Zubehör, was man wirklich auch für die Reinigung von Diesel brauchen kann. Ich zeige nochmal, wie man den Filter reinigt bzw. ausbaut. Also Wasser ablassen ist klar. Hier unten ist ein Hähnchen dran. Kann man also, wenn die Anlage montiert ist, hier ein Töpfchen drunter halten und das Wasser ablassen. So, und hier ist also der Filter nochmal. Ist relativ einfach ausgetauscht. Die Filter haben wir auch im Programm. Kann man also mit in unserem Shop bestellen. Da ist eine Gummidichtung oben drin. Das sitzt also sehr schön stramm da drin und hält auch wirklich sehr, sehr viel zurück. Also Austausch ist überhaupt kein Problem und ist auch in wenigen Minuten passiert. Sicherheitshalber sollte man sich immer noch einen Filter mit hinzubestellen, damit man, sollte der überraschend mal sehr viel Dreck gezogen haben, damit man den auch schnell austauschen kann. Auch bei dieser Pumpe ist es immer das gleiche Spiel. Es gibt sehr, sehr viele Hersteller, insbesondere auch in Asien, die also diese Pumpen hier sehr, sehr gut imitieren oder nachbauen. Aber die Leistungsfähigkeit der Pumpen ist wirklich nicht gut. Da muss man auch auf Qualität achten. Oftmals ist es so, dass man auch jemanden, ich sag mal, in der Bekanntschaft hat, der schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Und dessen kann man sich ruhig bewusst sein,
dass die Pumpen, ich sag mal, wenn die verschleudert werden zu einem Preis, ich sag mal von 100 oder 200 Euro, dann kann das in der Regel kein europäisches Produkt sein. Und die sehen zwar so ähnlich aus, aber die Leistungsfähigkeit ist wirklich absolut unterirdisch, muss man sagen. In manchen Fällen kann man froh sein, wenn sie überhaupt laufen. Und wenn ich so eine Pumpe zerlege von so einem asiatischen Mitbewerber, dann sehe ich immer einfach auch, wie schlecht die gemacht sind. Ist von außen her eine gute Kopie, schön lackiert und sieht gut aus, aber von innen die Technik ist oftmals einfach wirklich unterirdisch. Deswegen achtet wirklich auf Qualität und hört auf die Leute, meinetwegen in der Nachbarschaft, in der Bekanntschaft, Verwandtschaft, wo auch immer, die schon mal eine chinesische Pumpe gekauft haben, die nicht funktioniert hat. Also wer billig kauft, bekommt auch billig. Das ist völlig klar. Und viele müssen die Erfahrungen machen, dass sie also eben zwei, dreimal kaufen, bevor sie einmal was Vernünftiges kaufen. Aber in dem Fall, da stehen wir wirklich auch zu unserem Namen. Wir wollen ganz gerne, dass die Kunden auch mit unseren Artikeln zufrieden sind. Gut, Probleme kann es immer mal irgendwo geben, aber wir sind immer telefonisch erreichbar. Im Gegensatz zu den Kollegen in Osten, in China oder sonst wo. Da wird man nie jemanden erreichen. Also wir stehen auch gerne für Probleme zur Verfügung und versuchen da auch zu helfen. Hier haben wir also die gesamte Anlage nochmal aufgebaut. Und zwar von rechts nach links ist das jetzt hier der besprochene Vorfilter mit Wasserabscheider, mit dem eingesetzten Papierfilter innen drin, der also wirklich also sehr, sehr, sehr viel aufnehmen kann. Darüber hinaus in der Mitte ist die große 850 Watt Pumpe verbaut. Die hat also eine maximale Literleistung von 100 Litern pro Minute. Und darüber hinaus unser bekanntes Zählwerk, was natürlich auch für diesen Fall völlig ausreichend ist mit der oberen Anzeige. Diese ist also rückstellbar, die untere Anzeige ist nicht rückstellbar, dass man also eine bessere Kontrolle hat. Natürlich sind in diesen Angaben auch in diesen Anlagen auch die kompletten Zubehörteile enthalten, wie der Ansaugschlauch und Vorfilter, Rückschlagventil. Und natürlich auch ein vernünftiger Gummischlauch mit Stahldrahteinlage und auch die bekannte Zapfpistole mit Rücklaufschutz und Feststellung und Selbstabschaltung. So, das ist die Anlage mal als komplettes Teil aufgebaut. Sehr, sehr solide und auch häufig im Einsatz, keine Frage.